Ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video zu FIFA 17. Heute, wie angekündigt, im Video heute Mittag zu FIFA 17 Ultimate Team, zu den neuen Spielmodi, zu den neuen Challenges und zu den neuen, ich sag mal, Features in unserem aller Lieblingsspielmodi, beziehungsweise ehemaligen Lieblingsspielmodi, mittlerweile bei mir der Karrieremodus. Mann, warum fahren die Spieler so laut? Ich weiß es nicht. Der Himmel hat die mittlerweile noch mehr zugezogen. Das sieht immer noch extrem krass aus, beziehungsweise wieder extrem krass aus. Ich mag das hier irgendwie. Die Naturschauspiele sind schon recht nice. Ja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Es soll ja heute, ich muss in die Kamera gucken. Ich gucke aber die ganze Zeit aufs Display. Es ist schlimm. Konzentrier dich. Grüße an Shisha-Keller, wenn du das jemals sehen solltest. Ja, was wollte ich erzählen? Genau. Also, es gibt einige neue Features im FIFA 17 Ultimate Team, darunter neue Legenden, neue Trikots. Es gibt die Legenden. So, jetzt ist mein Gedächtnis gefragt. Jamie Carragher, Paul Scholes, Overmars, Del Piero, Petit, Luis Hernandez, Puyol. Ich hab irgendeinen Engländer, glaube ich, vergessen, aber auf jeden Fall einige. Und ja, das sieht an sich alles ganz nice aus. Ich werde hier auf jeden Fall einen Screenshot da einblenden, von daher macht euch da keine Sorgen. Ich denke mal, das wird schon alles ganz geil mit den neuen Legenden, auch die alten. Es gibt jetzt über 60 insgesamt, das ist schon ganz cool. Vielleicht eine höhere Chance, dann würde ich gerne zu spielen. Dazu gibt es jetzt das Feature Squad Builder Challenges, beziehungsweise den neuen Spielmodus. Ne, wir kommen jetzt noch mal nach Feature. Trikots. Es gibt jetzt von Profis und von Spielentwicklern zusammen die Seite Trikots. Ey. Also eigentlich nichts großartig Besonderes. Trikots halt. Naja. Es können allerdings über den ganzen Zeitraum FIFA 17, es ist ein bisschen mehr interaktiv, ein bisschen mehr live. Also wenn du eine Internetverbindung hast, es können immer weitere Features und Add-ons ins Spiel in Ultimate Team eingebracht werden. Das heißt vielleicht auch mal ja, so wöchentliche Rating-Updates oder sowas, was ein bisschen krass wäre, aber es werden irgendwie neue Spieler zu Vereinen wechseln, die in FIFA aktiv sind. Vielleicht, dass man die früher mal in Ultimate Team hat und nicht erst zum Ende der Saison hin. Ich weiß es nicht, aber sowas könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass EA da so ein bisschen was addet. Neue Trikots und so habe ich auch gesehen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Trikot-Design-Contest, dass du dann tatsächlich dein Trikot in Ultimate Team spielen kannst und sehen kannst, dass man das auf dem Transfermarkt hat und so weiter und so fort. Das wäre ganz cool. Bin ich mal gespannt, aber das ist nicht das Hauptfeature. Da sind die zwei Spielmodi und der eine ist die Squad Builder Challenge. Das ist sowas, was ich eigentlich immer gemacht habe. Ich baue ja immer Hybrids, ihr kennt es ja. No Links Wasted am besten und es gibt jetzt sowas in der abgeschwächteren oder abgeflachteren Variante als eigenen Spielmodi. Dabei ist die Challenge beispielsweise, bauen ein MLS-Team in so und so vielen verschiedenen Nationen oder bauen Hybrid aus so und so vielen Ligen und Nationen und sowas halt. Und je mehr Challenges du machst, desto mehr kannst du freischalten, desto schwieriger werden die Challenges, desto mehr Preisgeld bekommst du und so weiter und so fort. Das ist echt ganz geil gemacht. Ich bin allgemein der Meinung, dass die EA nicht mehr so geil sind mit Preisgeld, aber dazu später mehr, denn das ist im anderen Spielmodus noch viel krasser. Also wie gesagt, das sieht schon ganz nice aus, wenn man wirklich auch Belohnung für die Teams bekommt, die man sich baut. Können diese Squad Builder Challenges, denke ich mal, extrem Spaß machen. Ich denke mal, das wird auch eine Serie werden, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Nur die schwierigen offensichtlicherweise. Es wird 7-Minute-Squads geben, es wird den anderen Spielmodus geben in Ultimate Team und es wird diese Squad Builder Challenges, denke ich mal, geben als Serie bei mir auf dem Kanal. Dazu vielleicht ab und zu nochmal ein Pack-Opening, je nachdem, wie viel Geld ich in dieses Spiel wieder rein investieren möchte, was nicht so viel sein wird, weil ich ja mich mehr auf den Karrieremodus fokussieren möchte und weil du auch durch Ultimate Team dieses Jahr wieder ganz gut Geld selbst oder Coins selbst bekommen kannst und nicht zwingend Geld ausgeben musst. Kommen aber die Sachen einfach mal dazu direkt. Full Champions ist, oder Full Championship, Full Champions glaube ich, ist ein neuer Modus, in dem du täglich die Gelegenheit hast, bei einem Knockout-Turnier teilzunehmen. Ich denke mal, das heißt, dass du nur einmal die Chance hast. Wenn du eins gewinnst, qualifizierst du dich für das Wochenendturnier und je weiter du aufsteigst in deinem Rang, das heißt, je öfter du das schaffst, desto höher ist der Gewinn am Ende bei diesem Wochenendturnier. Ich habe jetzt irgendwas von 300.000 Münzen teilweise gesehen auf dem Screenshot, muss man sehen, ob ich den finde, der war von I Am French, wer den Twitter- und Footed-User kennt. Das sieht schon ganz nice aus. Also man scheint sich echt ganz gut Coins zusammen schnorren zu können durch diese Spielmodi, wenn man es wirklich drauf hat mit Zocken. Und das ist richtig geil, weil es ist nicht mehr Pay to Win, es ist teilweise wirklich Skill to Win. Natürlich wirst du auch bei diesen Challenge, bei diesen Foot Champions mit extrem teuren Teams spielen können, aber das Momentum hat die EA ja sowieso schon gemacht. Wir hatten den Chemistry Glitch, ja, das hat wirklich nochmal gezeigt, es gibt tatsächlich sowas wie Momentum. Und vielleicht wird es auch dieses Jahr so in abgeschwächter Variante wieder da sein. Ich bin gespannt, aber das Prinzip von Foot Champions sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und ich freue mich darauf, dass es diese Möglichkeit gibt, wirklich mal Coins zu bekommen, ohne wirklich viel Geld zu investieren. Also einfach auch durch Spielen, dass man quasi sich hochspielen kann. Ne? Bei Hungry Shark ist das beispielsweise das Spiel, was ich gerade auf dem Smartphone die ganze Zeit suchte. Kein Product Placement übrigens.
da ist es echt so, du kannst die ganze Zeit, ich benutze übrigens viele Apps, eigentlich sollte ich mal Placements machen, ich könnte die eigentlich mal fragen. Du hast die Möglichkeit, einfach zu zocken, dadurch verdienst du dir die Coins, dadurch kannst du dir neue Haie kaufen und so, macht mehr Spaß. Und so wird es in Ultimate Team vielleicht auch sein, dass du nicht mehr zwingend Geld investieren musst, um dir krasse Spieler zu kaufen. Dazu gibt es dieses Loan-Spieler-Modell, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Beispielsweise mit den Deluxe-Versionen, also bei der Deluxe-Version bekommt man einen Team der Woche Spieler als Leihspieler. Keine Ahnung, vielleicht gibt es mehr so Preise, wie bei den Footies das jetzt war, mit Turnieren, dass man da irgendwie mal Spieler gewinnen kann oder Leihspieler zumindest. Wäre eigentlich mal ganz geil, bin ich gespannt. Untradable von mir aus auch. Alles untradable, vollkommen in Ordnung. Aber man kann die Spiele halt spielen und das ist ganz geil. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Also wenn man quasi Turniere macht, wo wirklich man Spieler gewinnen kann oder untradable Spieler von mir aus auch. Früher war es auch so schon. FIFA 12 konntest du schon KSG oder Keisuke Honda gewinnen, je nachdem wie ausgesprochen wird, als Inform-Variante bei so einem Freistoßturnier. Weil der kranke Freistöße geschossen hat oder zwei in einem Spiel oder so. War geil. Warum gab es das nicht öfter? Jetzt gab es mit den Footies. Vielleicht gibt es nächstes Jahr ein paar Mal öfter. Finde ich auf jeden Fall eine nice Neuerung. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon allgemein halt von diesen Foot Champions und so. Allgemein habe ich gesehen, 1,3 Millionen werden von E-Sportler, sind allgemein zur Verfügung für die E-Sportler bzw. für die Spieler, die sich halt teilweise auch logischerweise durch diese Daily-Turniere und Weekend-Turniere qualifizieren. Ich bin extrem gehypt auf FIFA 17 Ultimate Team. Ich habe null Erwartungen, weil ich habe FIFA Ultimate Team dieses Jahr kaum gespielt, deutlich weniger als die letzten Jahre. Ich habe viele Erwartungen an Karrieremodus, der aber auch sehr nice aussieht. Ein paar an The Journey, bei dem ich noch nicht ganz so weiß, wie geil es werden wird. Aber Ultimate Team scheint mich überraschen zu können und scheint wirklich Potenzial zu haben dieses Jahr. Ich meine, ich bin jetzt gerade 4 Wochen hier quasi ohne Ultimate Team, 4 Wochen ohne FIFA. Ich simuliere ein bisschen Karriere am PC. Grüße an Phil, wenn du das siehst, der mir seinen Account geliehen hat, schon vor Ewigkeiten mal. Das ist ganz geil. Aber so wirklich das Zocken vermisse ich schon heftig. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich wieder da bin und wenn FIFA 17 rauskommt. Ich habe da Bock drauf. Ich habe auch Bock auf Call of Duty sogar. Also ich denke mal, das wird schon alles tutti werden und ich hoffe, dass ihr auch Bock habt. Wenn ja und ihr es vorbestellen wollt, schaut meine Videobeschreibung. Ist ein Link zu Amazon, könnt ihr bei meinem Link das Ganze machen. Würde ich mich drüber freuen. Unterstützt mich ein bisschen mit. Für euch kostet es nicht mehr als ein Reflink. Ich kriege einfach nur ein bisschen Provision. Allgemein könnt ihr gerne mal die Links in der Videobeschreibung auschecken. Zu Amazon, zu IG Vault natürlich gerade noch für Münzen, die extrem günstig sind. Momentan gibt es 20% Sommerrabatt. Und dazu noch mit meinem Code 6%, also 26% insgesamt, lohnt sich auf jeden Fall. Die Social Media Links natürlich auch abchecken, würde ich mir extrem darüber freuen. Ich bin momentan sehr aktiv auf Facebook, sehr aktiv auf Twitter. Auf Snapchat jetzt gerade nicht so momentan, liegt ganz einfach daran, dass ich hier wenig irgendwie machen kann, beziehungsweise andauernd was zu tun habe. Oder beziehungsweise einfach, keine Ahnung, ich schreibe viel mit Freunden und so, deswegen habe ich nicht so viel Zeit für Snapchat. Auch wenn ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte es. Aber vielleicht kommt nächste Woche oder diese Woche nochmal irgendwie was. Und also, dass ich mal wieder Fragen beantworte oder so. Und Instagram auf jeden Fall auschecken, weil auf Instagram ist momentan Daily Shit von mir zu sehen. Also ich lade jeden Tag ein Bild hoch und schreibe jeden Tag irgendwas Interessantes. Kündige einmal die Videos kommen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Facebook, Twitter, Instagram und dann die Plattform, denen ihr auf jeden Fall folgen solltet. So, genug Eigenwerbung muss ja auch mal sein an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die Neuerungen und die Ideen, die ich so habe für FIFA 17. Ich habe es im Video vorhin schon gesagt, ich freue mich extrem auf die ganze Zeit, auf die Livestreams, auf die Serien, auf den Support von euch, auf alles, was einfach in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen wird. Ich danke jedem Einzelnen fürs Liken, fürs Bewerten, fürs Kommentieren und natürlich auch fürs Abonnieren und fürs mir folgen. Ich liebe euch für den Support, den ihr mir gebt. Ihr haltet mich quasi auf YouTube am Leben, ihr seid der Motor und ich danke euch tierisch dafür, für alles, was ihr mir bereits ermöglicht habt. Ja, auch die neue Cam ist quasi durch euch ermöglicht, das ist immer noch so beschissen mit der Lege, aber egal, darum soll es nicht weitergehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht genau, was morgen kommt, aber irgendwas werde ich schon machen. Vielleicht DFB-Pokal-Vorschau oder sowas. Und am Samstag kommt da wieder eine Prediction, habt ihr euch verdient. Und ja, das war's. Bis dann, macht's gut, passt auf euch auf. Haut rein und ciao.